Hallo liebe 96-Fans, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und auf eurem Lieblings-YouTube-Channel unterwegs seid. Ich habe unseren Topscorer Hendrik Weidern heute zu Gast und freue mich ganz besonders, dass er sich die Zeit nimmt. Hallo Henne, schön, dass du da bist. Hallo, gerne. Lass uns noch mal kurz auf das Wolfsburg-Spiel zurückblicken. Du hast in der 30. Minute nach wunderbarer Vorarbeit von Linton das 1:0 erzielt. Alles fing super an. Warum schaffen wir es momentan einfach nicht, eine Führung oder ein Remis über die Zeit zu bringen? Ja, ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Gründe für. Einmal ist es natürlich sehr, sehr schwierig, wenn wir wie so oft in der Rückrunde jetzt auch zu schnell einfach das 1:1 kriegen. Also es ist ja gar nicht so, dass wir zu selten in Führung gehen, das passiert ja schon. Aber wir kriegen halt innerhalb von 2, 3, 4 Minuten kriegen wir unsere Gegentore, wo dann die Euphorie, die du gerade erarbeitet hast, einfach wieder flöten geht. Und ja, da kannst du eben dann nicht mal befreit aufspielen und auf das zweite Tor gehen. Und ja, ich glaube, das ist ein großer Grund. Und ja, wir hatten oft die Probleme, dass wir eben zwei total unterschiedliche Halbzeiten spielen. Das war jetzt in Wolfsburg gar nicht so krass der Fall wie in manchen anderen Spielen, aber ja, das ist letzten Endes, wenn du es nicht schaffst, über 90 Minuten eben das, was wichtig ist und wo es drauf ankommt, auf Platz zu bringen, dann fängst du dir halt immer wieder deine Tore, die dich halt um die Punkte bringen. Nach deinem Tor bist du ja in die Gästekurve gerannt. Was hat das mit deinem Torjubel eigentlich auf sich? Ja, also ich bin ein Typ, der plant nicht. Sowas passiert intuitiv und ja, es war einfach ja, Adrenalinausstoß. Es war so einfach ein Zeichen, dass ja, alle mitkriegen sollten, dass wir nicht aufgeben werden. Und ja, das hatte keine große Bedeutung. Es war einfach ein Ausdruck der Freude und ein Ausdruck ja, der Kampfbereitschaft, würde ich einfach mal so betiteln. Und ja, es wäre natürlich schön gewesen, hätte man im Nachhinein sagen können, okay, der Torjubel hat eben dann auch letzten Endes ja, das gezeigt, was am Ende rausgekommen ist, aber das ist ja leider nicht der Fall und deswegen ja, spielt der Torjubel jetzt auch gar keine Rolle mehr, würde ich sagen. Okay. Mit 5 Toren bist du jetzt ja der Topscorer von Hannover 96. Kannst du dir erklären, warum du deine Tore nur auswärts erzielst? Nee, kann ich nicht. Wenn ihr mich nicht so oft danach fragen würdet, würde ich auch gar nicht so doll darüber nachdenken. Aber anscheinend sollte ich das mal tun. Ich kann mich ja an das Leverkusen-Spiel erinnern hier. Da wollte ich es unbedingt und es war auch kurz davor, aber ja, wurde es mir wieder geklaut, das Tor. Keine Ahnung. Also ich würde mich natürlich freuen, wenn es auch in dieser Saison noch klappt, zu Hause zu treffen. Aber also, ob ein Tor jetzt auswärts oder heim, ist letzten Endes egal. Es zählt genau ein Tor und ja. Weiß ich auch nicht. Wir haben ja noch ein paar Heimspiele und ich denke, die Gelegenheit kommt nochmal. Ich hoffe doch. Henne, jetzt ist es ja auch so, dass wir nach einem Henne-Tor noch keinen Sieg feiern konnten. Wie bitter ist das denn für einen Stürmer, wenn er quasi mit seinem Tor nicht zu einem 3-Punkte-Erfolg beitragen kann? Ja, extrem bitter. Also einmal ist es für einen Stürmer eigentlich das Schönste, wenn du deiner Mannschaft helfen kannst, indem du selber ein Tor machst. Weil einmal, ja klar, bringst du deine Mannschaft in Führung oder gleichst aus und du erreichst auch ein persönliches Ziel, was sich, glaube ich, einfach jeder Stürmer steckt. So, das ist ganz normal. Was halt ein bisschen nervt ist, was heißt nerven, ist ein schwieriges Wort, aber du gehst halt aus dem Spiel und hast so diesen kleinen Teil in dir, der sich über dein Tor freut und sich so denkt, okay, cool, mir ist was gelungen heute, worauf ich stolz sein kann, ja. Was super schön ist. Aber dann drückt eben dieser große Teil in einem, drückt diese Freude total nach unten, weil du eben Mannschaftssportler bist und es letzten Endes nichts bedeutet. Also es hört sich doof an, aber es ist letzten Endes wertlos. Und deswegen ja, freue ich mich darauf, wenn es irgendwann mal klappen sollte, dass ja, ich treffe und wir dann eben auch nochmal 3 Punkte mitnehmen. Jetzt ist es ja so, wenn über dich berichtet wird, heißt es immer Hendrik Weidern, der Stürmer, der vor 5 Jahren, das ist jetzt glaube ich mittlerweile, in der Kreisliga gekickt hat. Ist das etwas, was dich mittlerweile nervt? Du hast ja mehr als gezeigt, dass du Bundesliga-tauglich bist, dass quasi das eigentlich bei jedem Zeitungsbericht, bei jedem Fernsehbericht immer noch wieder mit dazu gesagt wird, der Stürmer aus der Kreisliga? Ja, nerven tut's nicht. Ich kann die Leute verstehen, dass es eben was ist, was eben nicht so oft vorkommt und dementsprechend einfach in den Köpfen bleibt. Was mich ein bisschen ärgert, ist, dass sie dann immer meine Zwischenstation in Egesdorf vergessen, die wirklich sehr prägend war und die eben das erst ermöglicht hat. Aber ja,
ich denke, in den Augen eines Kommentators, der das dann vielleicht mal erwähnt, wenn ich am Ball bin oder so, ist es eben einfach das Besondere, dass es ja, die fast unterste Klasse war vor 5 Jahren und jetzt eben die oberste. Und ja, ich will mich da nicht drüber beschweren. Das ist ja, ein Glückszustand, den ich auch so einordne und wahrnehme, aber das wird irgendwann aufhören, das ist ganz normal. Wie war denn das zu Beginn der Saison? Hattest du das Gefühl, dass die Gegenspieler dich ein Stück weit unterschätzt haben manchmal oder gehen die jetzt anders mit dir um im Spiel? Schwierig zu sagen. Also sicherlich war auch den Trainern vielleicht bei Videoanalysen oder so der Name dann einfach nicht bekannt. Mhm. Und was aber immer so war, ist, dass ich durch die Statur halt ja, in Kopfball-Zweikämpfe gehen musste, einfach zwangsläufig. Und dann hat man eben als Gegenspieler den größten Verteidiger oder was auch immer bekommen. Das ist, hat sich nicht verändert, das bleibt so. Ja, dass es jetzt vielleicht ab und zu auch mal in Laufduellen eng wurde mit Verteidigern, wird sicherlich dem einen oder anderen aufgefallen sein. Aber ich habe jetzt nicht persönlich gemerkt, dass irgendwer sich jetzt zu mir stellt und sagt, hier, ich decke den jetzt das ganze Spiel. So. Also, nee, das wäre auch Quatsch. Okay, lassen wir auch so stehen. Jetzt ist ja der nächste Gegner hier am Samstag um 15.30 Uhr, Borussia Mönchengladbach. Die Borussia möchte unbedingt noch ins internationale Geschäft und für uns zählt ja weiterhin jeder Punkt. Was würdest du denn sagen, wie ist die Fohlenelf zu schlagen? Wie ist die Fohlenelf zu schlagen? Also, man könnte meinen, dass auch dadurch, dass jetzt ja, eine Trainerentlassung bekannt gegeben wurde zum Ende der Saison, dass da irgendwie gerade auch ein bisschen Unruhe ist. Deswegen ist es schwierig zu sagen, wie man die jetzt schlagen kann, so ad hoc, aber es ist möglich. Also zu Hause auf jeden Fall und wir werden in dieses Spiel gehen, um 3 Punkte zu holen, weil ein Punkt wird uns nicht helfen, das kann ich ganz klar sagen. Kann man dann sicherlich auch ein bisschen zweideutig sehen, aber nur ein Sieg wird uns weiterhelfen und darauf werden wir gehen. Klappt das vielleicht mit dem ersten Henrik Weidand-Tor vor heimischer Kulisse? Ja, das wäre schön. Ja, wenn nicht irgendein Verteidiger dazwischen gerätscht. Nein, ich hoffe doch. Okay, Henrik, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine ehrlichen Antworten. Und liebe 96-Fans, auch schön, dass ihr wieder zugeschaut habt. Ich hoffe, wir hatten eine gute Zeit zusammen und bis zum nächsten Mal dann auf 96 TV.